Moin zusammen, Toni hier von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zur 7. Tür im Pro-Fishing und High-Fishing Adventskalender. Die wartet hier unten auf uns, das heißt, die erste Woche ist jetzt schon um. Und ich gucke mal rein, ob ich da schon so ein bisschen was erkennen kann. Kann ich nicht. Das ist jetzt was, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ich hoffe, ich krieg's hier raus. Ach, das geht noch stärker auf. Natürlich. Okay, sehr, sehr geil. Ein Tool, was eigentlich jeder braucht, früher oder später, von Pro Freestyle. So, ich mache mal kurz die Packung in die Kamera. Eine kleine Zange. Also zum einen, hoppsa, haben wir hier eine kleine Splittering-Zange. Das heißt, wenn ihr mal Köder habt, wo ihr ein Drilling wechseln wollt, oder müsst, weil ihr an einem Gewässer seid, wo ihr nur mit Einzelhaken fischen dürft, könnt ihr euch hier schön die Splitringe aufmachen, ohne dass ihr euch irgendwie schwer verletzt. Und dann haben wir noch eine Schere zum Durchschneiden der Schnur. Da habe ich gerade einen Hänger gehabt. Und das ist mal richtig, richtig geil. Das gefällt mir richtig gut. Steht noch ein bisschen was hinten drauf, was man damit noch machen kann. Man kann die irgendwie so ein bisschen verschieden zusammenbasteln. Da seht das noch einmal. Aber das finde ich richtig geil. Ich habe meine Splitring-Zange nämlich verloren und das ist ein bisschen ärgerlich. Und jetzt habe ich zumindest meine kleine wieder. Und ja, sehr geil. Also das ist jetzt was, wo ich schon wieder sage, ja, das finde ich richtig gut mitgedacht. Freut mich sehr. Für denjenigen, der jetzt vielleicht schon eine Splitring Zange zu Hause hat, der wird sich jetzt vielleicht nicht ganz so sehr darüber freuen wie ich, aber ich für meinen Teil bin mit dieser Tür mehr als zufrieden. Noch die wieder zurück. Oh, jetzt habe ich den armen Eisvogel geköpft. Genau, ich bin zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Tür gefunden habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und dann ja, wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Wenn ihr am Wasser seid, holt was Schönes raus und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Toni.